Tja, liebe Kollegen, da sind Sie also, Frau und Herr Dr. Steiner. Meine Frau hat den Doktortitel, ich nicht. Jetzt sag bloß nicht, du bist die eine Hälfte von diesem neuen komischen Lehrer-Ehepaar. Doch. Sie wurden ja schon mit Sehnsucht erwartet. Für die erste Action nach den Ferien war das doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Also so ein schlapper Haufen ist mir ja noch an keiner Schule begegnet. Jetzt wird der Grundstein für ordentliches Benehmen gelegt. Ich frage mich immer wieder, wie aus jungen Menschen verantwortungsvolle Erwachsene werden sollen, wenn ihnen jede Möglichkeit einer freien Entscheidung nimmt. Nichts ist egal. Jungen Menschen helfen, erwachsen zu werden, ist für mich eine sinnvolle Aufgabe. Alle Achtung, sie opfern ihre freie Zeit, hä? Bewundernswert. Sie praktizieren ein sportives Leben und reden nicht nur darüber. Wissen Sie, dass Ihr Mann jetzt schon einen Spitznamen weg hat? Superman! Diese neumodische Pädagogik, die alle 3 Jahre wieder völlig umgekrempelt wird, die taugt doch nichts. Seit es die Menschheit gibt, hören die Alten den Jungen nicht zu, verflucht. Jetzt schauen wir uns diesen Verein erst einmal an. Ich habe kein gutes Gefühl. Hey, als du mich kennengelernt hast, da hattest du erst auch kein gutes Gefühl. Sie wissen vielleicht schon, dass man an so einem Schrecken sterben kann. Oder zumindest graue Haare kriegt.